Moin, moin, meine Freunde. Willkommen zu einem neuen Video bei Günthers Hörspielstube. Heute, ohne große Umschweife, möchte ich einfach ein bisschen drauf losreden über das vergangene Hörspiel Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg. Und ich möchte darüber reden, wie sich die Geschichte verändert hat im Verlaufe der Produktion. Deswegen möchte ich heute über gestrichene Stories, Story Arcs, Charaktereigenschaften, Charaktere wurden nicht gestrichen, einfach über vieles, was es nicht in die endgültige Fassung des Hörspiels geschafft hat, reden. Nur ganz zum Anfang wollte ich einmal ganz kurz einwerfen, weil ich nicht weiß, ob irgendjemand das effektiv so mitbekommen hatte bei der Geschichte überhaupt, dass bereits im allerersten Kapitel, noch bevor Aurora als Charakter eingeführt wurde, bereits im Prinzip der Autor als Anspielung offenbart wurde. Das hat man nicht verstanden, ohne es zu wissen, aber so, hört nochmal rein. Und auch nochmal reinhören, falls ihr nicht ganz bis zum Ende von Folge 77, dem Finale des Epilogs, dabei wart. Weil eventuell gibt es noch ein kleines Secret Ending für die, die da nicht so weit geguckt haben. Und damit möchte ich ganz kurz, bevor wir auf konkrete Sachen, die gestrichen wurden, zurückkommen, darüber reden, wie Plotkrieg überhaupt als Gesamtes, als Konzept entstanden ist. Nun, ich habe schon erwähnt, ein großer Einfluss war die Fanfiction Pokémon Mystery Dungeon Guiding Light, die ich gelesen habe, und ich wollte einfach ein paar Sachen, die ich da hatte, hat mich so ein bisschen inspiriert, einfach eine Non-Walross-Edition-Geschichte zu schreiben, womit ich auch relativ schnell nach Beginn des Lesens begonnen habe und einfach ein paar kleinere Ideen, auch wenn in der Endfassung das meiste, was wirklich ähnlich war zu Guiding Light, gestrichen wurde. Nur eine Sache, die später noch kommt, es wurde sogar etwas kurzfristig hinzugefügt, was deutlich ähnlicher ist. Es gibt da auch eine kleine Spoilerwarnung, nicht nur für Plotkrieg, sondern auch für Guiding Light, aber dazu später nochmal. Und ich war im Urlaub, als ich das gelesen habe, und habe überlegt, also wenn ich eine Geschichte mit so einem Hintergrund schreibe, will ich etwas einbauen, was anders ist, was wirklich eigen ist, was nur ich mache. Und ihr wisst vielleicht, ich spiele sehr gern Smash Bros. Ultimate und sehr viel, sehr competitive auch. Und in diesem Urlaub waren wir im Ferienhaus, kein WLAN. Ich habe einfach gegen Computer und Amiibo Smash Bros. Gespielt und nebenbei überlegt, wie gestalte ich so eine Geschichte, was baue ich eigenes ein. Und dabei bin ich dann auf den Ringkampf und das gesamte Konzept gekommen, welches ich nämlich aus dem Smash Bros. Spielen heraus entwickelt habe, als ich überlegt habe, wie könnte man halbwegs nachvollziehbar Smash Bros. In Pokémon einbauen. Nun, da habe ich mir überlegt, was sind die hauptsächlichen Dinge vom Ganzen? Einmal, Smash Bros. Ist ein Kampfspiel, in dem muss man den Gegner aus dem Feld befördern und nicht seine Leben auf Null bringen. Ringkampf. Der Kampf endet nicht, wenn jemand fällt, sondern wenn jemand aus dem Ring ist. Smash Bros. Umgesetzt. Das allergrößte, was eine Smash Bros. Andeutung ist, sage ich mal, ist das Konzept des Risikobereiches im Ringkampf von Plotkrieg. Eine Zone, wo die Gravitation niedrig ist. Man hat wenig Bewegungsfreiraum. Man ist in einer wirklich riskanten Lage und könnte leicht verlieren. Gleichzeitig, wenn man es aber schafft, die Situation umzukehren, selber aus diesem Nachteil einen Vorteil zu gewinnen, kann man einen sofortigen Sieg daraus sichern. Das ist im Prinzip genau, ganz kurz Smash Bros. Terminology, die vielleicht nicht jeder ganz versteht. Okay, doch ich erkläre es einfach anders.
Das ist genau das, was ist, wenn man in Smash Bros. Nicht auf dem Kampffeld, sondern einfach außerhalb ist, wenn man runterfällt. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Und das war mein Weg, das umzusetzen. Und so ist die Idee der Liga entstanden, welche ich dann natürlich weiter ausgebaut habe, mit neuen Charakteren bestückt. Und nun kommen wir zu Plotkrieg an sich. Ein Ziel, was Plotkrieg immer hatte, aber gerade am Anfang noch deutlich mehr als noch am Ende. Ursprünglich war diese Geschichte wirklich nur gedacht. Ich habe sie geschrieben, weil ich persönlich fand, dass all meine Geschichten an diesem Zeitpunkt ziemlich vorhersehbar gewirkt haben. Zumindest für mich persönlich. Nicht wirklich von Klischees abgewichen sind. Und der ursprüngliche Sinn Plotkriegs war es, einfach nur alles raus, was irgendwie klischeehaft ist. Wir machen alles anders, als man es erwarten würde. Wie man merkt, hat die Geschichte dabei ziemlich viel an Wandel noch vorgenommen. Fast alles an der Geschichte hat sich geändert. Ich glaube wirklich, die einzigen zwei Sachen, die von Anfang an feststanden, sind oder waren das Grundkonzept eines Autors und dass die Liga als solche existiert. Das waren wirklich zwei Konzepte der Geschichte, die einfach waren von Anfang an fest. Die Liga hat sich als solche noch etwas geändert im Verlaufe der Zeit. Der Autor war eigentlich das Einzige, was relativ konsistent gleich geblieben ist, was auch daran liegt, ich meine, allzu viel kann ich diesen Charakter nicht ändern, weil das ich bin. Aber ja. So, dann beginnen wir mal mit einer rhetorischen Frage, konkretere Änderungen. Was glaubt ihr, wie hätte sich Plotkrieg verändert, wenn Kapitel 10 anders ausgesehen hätte? Dort, wo Kell Aurora im Stich lässt, Aurora gegen Epsilon kämpft und letztlich stirbt, aber gleichermaßen ein neues Leben zurückbekommt. In der ursprünglichen Fassung war das gesamte Kapitel identisch. Nur, Plotkrieg sollte überraschen. 10 Kapitel lang hätte ich genutzt, um Charaktere aufzubauen. Um Aurora als Hauptcharakterin einfach umzubringen. Und sie wäre nie wiedergekehrt im originalen Skript. Aurora wäre einfach an diesem Punkt in Kapitel 10 tot gewesen. Sie hätte keine weitere Rolle gespielt. Stattdessen wäre der Hauptcharakter Mashadow geworden, der zunächst auch einmal weiter Epsilon begleitet, sich aber schnell dann doch abgekapselt hätte. Ja, es ist eine relativ drastische Änderung. Es ist auch eine Änderung, die einfach vor Beginn des Schreibprozesses schon verworfen wurde. Stattdessen habe ich das Kapitel jetzt eher genutzt, um die Macht von Epsilon zu präsentieren, dass sie Leben nehmen und geben kann, wenn sie das einfach möchte, im Prinzip. Ich habe gesagt, es gab keine Charaktere, die gestrichen wurden, aber es gab definitiv Charaktere, die eine deutlich größere Rolle bekommen haben. Und zwar an allererster Stelle Team Nordica, vor allem Elementara. Erst einmal war Team Nordica, die ja eindeutig eine Anspielung an die Walross-Edition sind, auch wenn das oft genug zu Verwirrungen geführt hat, habe ich in den Kommentaren bemerkt. Team Nordica sind nicht dieselben Charaktere aus der Walross-Edition. Plotkrieg hat keine Timeline- oder lore-technische Verbindung mit der Walross-Edition. Es sind nur dieselben Spezies, einfach als nette kleine Anspielung. Nicht mehr. Und ursprünglich war das auch wirklich alles. Sie waren nur eine Anspielung. Dakra war kein Mitglied der Plot-Elite. Niemand war wirklich besonders. Elementara war eine starke Kämpferin, aber
hatte keine größere Rolle und auch die Liga sollte sie nie leiten oder so etwas. Team Nordica waren einfach ein Team, das einerseits da war, um dem Epsilon-Komitee oder der allgemeinen Versammlung ein bisschen auszuhelfen, einfach, dass mehr Charaktere da sind. Und die Champions. Die Champions waren sie von Anfang an. Und das sollte auch wirklich ihre Hauptrolle in der Geschichte einst sein. Dass sie als Champions die Rivalen von Team Nordica auf der Reise zur Plot Armor würden. Aber stattdessen hat es sich doch ergeben, dass Team Nordica eine deutlich größere Rolle bekommen hat. Vor allem Elementara, die ja doch, ich behaupte, einer der wichtigsten Charaktere der Geschichte letztlich geworden ist. Also von den Protagonisten, die Mitglieder Team Polana Vatras und danach in der Bedeutung, würde ich direkt Elementara ansetzen. Ja, wo wir gerade aber von der Liga-Leitung geredet haben, Amagaga in der Endfassung Teil der Plot-Elite war relativ lange nicht geplant überhaupt. Ich bin gerade nur kurz verwirrt, Sekunde. Nevermind. Also, Amagaga war nicht geplant, überhaupt ein Antagonist zu sein ursprünglich. Im Konzept war er lange einfach ein normales Pokémon, der Ligaleiter, Mitgründer des Ganzen. Dann habe ich aber langsam begonnen zu überlegen, könnte man das vielleicht interessanter machen? Und letztlich hat sich dann eher das Konzept von so einem versteckten Irren entwickelt und erst sehr spät hat sich dann entwickelt, dass er auch noch seine Tränke braut, die ja auch nicht sonderlich viel genutzt wurden, muss man sagen. Dann ein Charakter, der von Grund auf geändert wurde. Es war wirklich Kell als Charakter. Die ersten 10 Kapitel waren konsistent, das war immer geplant. Der Unterschied ist, es war auch immer geplant, dass Kell wiederkehrt, selbst in der Fassung, in der Marshadow der Hauptcharakter geworden wäre. Nur wäre der Unterschied, dass Kell nicht so weit gewesen wäre, bereit wäre, sich zu öffnen, sich anders zu verhalten. In der ursprünglichen Fassung wäre Kell mein erster richtig effektiver Versuch gewesen, ein ziemliches Arschloch in eine Hauptrolle zu stellen. In der Urfassung war Kell wirklich im Prinzip, überlegt euch, wie er so in den ersten paar Kapiteln war. Sehr zurückgezogen, eigensinnig, egoistisch. Das hätte sich nicht geändert, zumindest nicht für lange Zeit. Seine Entwicklung wäre sehr, sehr langsam verlaufen, so dass er gegen Ende, erst ganz, ganz am Ende der Geschichte, überhaupt wirklich beginnen würde, sich etwas mehr zu öffnen. Und gleichermaßen hätte dies natürlich auch die Beziehung zwischen ihm und Aurora beeinflusst, die ja gerade ab den hohen 40er Kapiteln auch durchaus eine Rolle gespielt hat in dieser Geschichte. Das hätte sie auch in dieser Version, in der Kell ein Arschloch gewesen wäre, sag ich einfach so frei raus. Nur wäre die ganze Beziehung sehr anders verlaufen. Es wäre eher in eine Richtung gegangen, in der Aurora weiterhin Gutes in Kell sieht, aber dieser weigert sich, sich irgendwie zu öffnen, bleibt egoistisch, bleibt arrogant, steht lieber für sich selbst. Ist im Prinzip nur dabei, weil ohne die Plot-Armor ist er sowieso verloren und kann nichts machen. Die Pokémon helfen ihm, er versteht nicht warum, er will's auch gar nicht verstehen, er will am liebsten so immer so lang wie möglich für sich alleine stehen. Wenn Aurora wirklich beginnt, mehr in Kell zu sehen, als er selber das tut, wie das auch in der Endfassung war. Nur, dass die gesamte Liebesbeziehung sich eher in eine Richtung entwickelt hätte, in der Aurora beginnt, Gefühle zu entwickeln, während Kell weiterhin zurückgezogen bleibt.
bis ganz, ganz, ganz am Ende. So, wo jetzt Kapitel 72 ist. Wo er sich dann langsam geöffnet hätte und allgemein, die Beziehung wäre nie wirklich aufgelöst worden. Was passiert damit? Es wäre nur die erste Andeutung gewesen, vielleicht kann doch noch etwas passieren bei den beiden. Vielleicht kann Kel sich ändern. Das hat sich sehr geändert. Ich hab's dann doch nicht durchgehalten, den Jerk-Hauptcharakter als Trope durchzuziehen. Keine Sorge, ich mache mir sehr viel Mühe. Ach, wer dieses Video guckt, verdient ein bisschen Vorwegnahme. Ich gebe mir genug Mühe, dass ihr den Hauptcharakter Flamme in der Walross Edition Staffel 2 nicht mögen wird. Er ist das, was Kel ursprünglich sein sollte. Nur wahrscheinlich oft nochmal ein bisschen mehr Arschloch. Aber keine Sorge, ich bin niemand, der euch dabei nicht auch noch so mental zerreißt, dass ihr nicht wisst, ob ihr den Charakter überhaupt wirklich hassen wollt. Ich glaube, das wird sehr interessant. Auch eine Sache über Kel. Vorher nur mal ganz kurz, weil wir gerade von Kapitel 72 geredet hatten. Ursprünglich, das ganze Konzept von Kapitel 25, welches es am Anfang gab, ab welchem Epsilon sich nicht mehr zurückhält. Man hatte in der Geschichte das Gefühl, wozu gab es das, außer am Anfang einfach so als Idee, damit man den Plot mit Aurora weiterbringen kann. Letztlich ist es auch genau das geworden. Das Ding ist nur, Plotkrieg war ursprünglich geplant, bei Kapitel 25 das Finale zu eröffnen. Ja, das ist nicht ganz passiert, aber ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. So, über Kel wollte ich gerade noch reden. Und zwar über die Besessenheit, wegen der er die Plot-Armor überhaupt brauchte. Welche sich als Flammendämon in der wahren Geschichte nun herausstellte. Als auch ein kleiner Teaser, der vor allem in den Spezialepisoden Relevanz zeigt. Der Flammendämon Epolyxus, welchen ihr bereits leicht, wirklich minimalst kennengelernt habt in der letzten Spezialepisode. Keine Sorge, ich bin mir sicher, ihr habt viele Fragen. Die falsche Entscheidung, die nächste Spezialepisode, wird deutlich mehr über Epolyxus eröffnen. Nur ursprünglich gab es diesen Flammendämon nicht, sondern die Besessenheit stammte von Epsilon, die begonnen hat, Kel zu kontrollieren, was wahrscheinlich auch die meisten von euch erstmal vermutet hätten. Aber letztlich habe ich das Ganze gecuttet und stattdessen eine ganz andere Richtung gegeben. Und ich bin ein unglaublicher Gott der Überleitungen, wo wir gerade von Epsilon reden. Reden wir mal ein bisschen über die Geschichte vom Pokémon hinter Epsilon. Und damit meine ich nicht Zoroark, sondern wie sich geändert hat, wer im Verlaufe der Zeit Epsilon ist. Denn gerade das Epsilon als Antagonist stand auch sehr von Anfang an fest. Was aber nicht feststand, war, welches Pokémon in Wahrheit dahinter steckt. Es gab wirklich viele, viele verschiedene Konzepte darüber. Das einzige Konzept, was ich nie genutzt habe, oder die einzigen zwei eigentlich, die ich nie genutzt habe, sind: Kel war nie geplant, Epsilon zu sein, weil das in der Timeline absolut keinen Sinn machen würde. Er kam erst, nachdem Epsilon schon lange unterwegs war, in die Welt der Pokémon. Und Aurora, war tatsächlich auch nicht geplant. Aber sonst, es gab mal, auch wenn das eine sehr kurze Zeit war, hatte ich mal überlegt, ob mal Shadow die Rolle übernehmen könnte. Ein Charakter, der tatsächlich für, ja, da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen, ich sagte das für lange Zeit in der Planung,
Amagaga ein sehr normaler Charakter war. Es gab aber auch lange Zeiten in der Planung, in der Amagaga sich hinter Epsilon befinden sollte. Einfach vor allem wegen dem einen großen Fakt. Flottkriege sollte überraschen. Und wenn man nicht nur argumentiert auf Begründung, der Charakter wirkt am wenigsten, als ist er Epsilon, deswegen wird er sein, was die Argumentation ist, die mein Bruder immer bei sowas benutzt. Wenn man nicht so denkt, dann wäre man... Amagaga hätte sein Verhalten, das er vor seiner Offenbarung in der echten Geschichte hatte, es wäre genau so gewesen. Aber am Ende hat sich herausgestellt, oh, das ist Epsilon. Ein Charakter, der auch relativ, also vergleichsweise mit anderen, wie zum Beispiel eben Aurora, nicht Aurora, Shadow, meine ich, der nur sehr kurz in Erwägung stand. Was auch sehr kurz in Erwägung stand, war wirklich einen Charakter zu nehmen. Das war wirklich eine Idee auch in Richtung, die Geschichte soll überraschen. Da habe ich mir aber direkt gedacht, das ist aber zu sehr, wenn ich irgendeinen Charakter nehme, der im Prinzip gar keine Relevanz in der Handlung irgendwie hatte. Ursprüngliche Ideen waren wirklich keine Ahnung mehr. Boah, was war noch mal? Ich weiß, eine Idee hatte ich von einem Charakter, der fast gar nichts hatte. Ich glaube, das Ursprünglichste war, dass irgendein Liga-Team, genau, das war's, in der Qualifikation, im Qualifikationsturnier für die Oberliga sollte Polana Vatra ursprünglich im Halbfinale auf irgendein Team treffen, die keine Rolle haben. Am Ende hätte sich rausgestellt, dass ein Pokémon dieses Teams Epsilon wäre. Was offensichtlich kein guter Plot-Twist gewesen wäre. Stattdessen stand Elementara für eine ganze Weile im Raum. Sie hat ja schon im Prinzip indirekt einen Teil der Plot-Armor bewacht. Aber ursprünglich hätte sie auch gewusst, dass es sich dabei um die Plot-Armor handelt, von Anfang an. Und hätte sich selber hinter Epsilon versteckt. Was aber auch gestrichen wurde, weil ich mir dachte... Es klingt jetzt vielleicht dumm, weil ich nicht glaube, dass irgendwer das so sehr vermutet hat. Aber ich dachte, das wäre vielleicht ein bisschen vorhersehbar tatsächlich. Dann ein Charakter, der relativ... Der in der echten Geschichte auch sehr darauf angesprochen wurde, sag ich mal. Seraora sollte ursprünglich mal Epsilon sein. Aber na, habe ich mich gegen entschieden. Und nach Seraora kam dann der Punkt, wo ich mir dachte, okay. Was auch ein Punkt ist. Ich hatte Elementara zwar, wie gesagt, meine Erwägung gezogen. Aber allgemein Epsilon als in Wahrheit weiblichen Charakter. Obwohl man als Zuhörer für lange Zeit denken sollte, es wäre ein männlicher Charakter. Ein Schluss, den ja auch die Charaktere gezogen haben. Habe ich mir gedacht... Also ein weiblicher Charakter, der relativ im Hintergrund steht, aber doch irgendeine Bedeutung hat, ist Zoroark. Auch ganz kleiner Funfact über Zoroark. Ich habe begonnen, Plotkrieg zu schreiben im... Lasst mich lügen. August oder September 2021. Hab ungefähr ein halbes Jahr geschrieben. Ein bisschen weniger, glaube ich. Aber irgendwas in die Richtung. Was echt schnell ist für die Geschichte, muss ich sagen. Gerade dafür, wie mein Fortschritt im Moment bei der Walross-Edition ist, muss ich sagen. Ich bin verdammt langsam. Aber ich glaube, das wird besser. Naja, wieder zurück zum Thema. Was war überhaupt das Thema? Ah ja, ich habe begonnen im so... August, September, die Geschichte zu schreiben und auch Zoroark dort logischerweise bereits eingeführt, die ja ziemlich früh in der Geschichte ihren ersten Auftritt hatte. In Kapitel 3 oder so war das erste Team Slash Battle. Das Problem war, damals
war die Yuzui-Form von Zoroark noch gar nicht angekündigt. Für eine Weile des Schreibprozesses war Zoroark ein stinknormales Zoroark. Aber als dann irgendwann während dem Schreibprozess relativ früh noch Yuzui Zoroark revealed wurde, bin ich zurückgegangen und habe einfach nur die Beschreibung von Zoroark geändert und mir ich wollte sie einbauen und habe mir dann gedacht, ja, Yuzui Zoroark ist verdammt cool und ich finde auch letztlich, es passt nochmal besser. Yuzui Zoroark als Spezies an Pokémon war einfach so ein guter Fit für diese Rolle. Und ich finde es so gut, dass das Ding angekündigt wurde im Schreibprozess. Ja, Epsilon als solche. Nun, es gab einen Plot-Twist der Geschichte, bei dem ich mitbekommen habe, dass ihn wirklich im Prinzip keiner erwartet hat. Es wurde ein-, zweimal angedeutet, dass da was sein kann, wenn auch sehr indirekt. Zum Beispiel als Epsilon bei ihrer Offenbarung als Epsilon Aurora erzählt hat, dass sie für einige Jahre nach ihrer Flucht aus Aralsa in Kasonien lebte. Hab ich gedacht, okay, man wusste ja in der Lore schon, dass Aurora... Nee, Lüge. Man wusste aber 2-3 Kapitel danach, dass Aurora auch ursprünglich aus Kasonien kommt. Es gab einen Zusammenhang. Und das Interessante an diesem Zusammenhang ist, ursprünglich war der Text von Epsilons Reveal etwas anders. Ursprünglich wäre sie aus Aralsa geflohen und sofort nach Berelo geflohen. Der Plot-Twist, dass sie Auroras und Machados bzw. Polars Mutter ist, habe ich mir nämlich erst ausgedacht, nachdem ich bereits ungefähr bei Kapitel 50 am Schreiben war. Das war eine der spätesten, ich glaube die allerspäteste Neuerfindung. Ich glaube, das ist wirklich die allerspäteste Neuerfindung, abgesehen vom Epilog, zu dessen Entstehung ich mich einfach erst später, ich glaube erst nach Hörspielbeginn sogar entschieden habe. Aber dieser Reveal, einerseits ist es sehr stereotypisch, was man auch daran merkt. Achtung, Spoiler für Guiding Light. Es gibt 10 Sekunden, wenn ihr es nicht hören wollt. In Guiding Light ist die Antagonistin auch die Mutter der Protagonistin. Deswegen habe ich mir da gedacht, okay, ein bisschen Überschneidungen vielleicht, ja. Aber, ja, ich habe mir letztlich gedacht, irgendwie würde das doch gut passen, um den Konflikt zwischen Aurora und Epsilon nochmal mehr wirklich zu mehren. Weil irgendwie kam es mir komisch vor. Ja, Epsilon Aurora, Plotkriegerin, Plotkaiserin. Die beiden Ideale, die sich gegenüberstehen. Aber irgendwie kam es mir ein bisschen awkward teilweise vor, dass diese Charaktere zwischeneinander fast gar keine Verbindung hatten. Ich meine, die kannten sich ein bisschen aus der Liga und das war's. Also kam letztlich dann doch diese Wandlung. Auch hier ganz kleiner Exkurs wieder. Was ist überhaupt von der Definition her? Denn es gibt tatsächlich da Definitionslore, was effektiv der Unterschied zwischen Plotkriegerin und Plotkaiserin ist. Und das Ganze ist relativ einfach eigentlich. Ich hoffe nur, ich kann es so erklären auch, dass man es versteht. Und zwar, warum fange ich den Satz so an? Die Plotkriegerin ist eben vom Plot geleitet, vom Plot auch auserwählt in diesem Fall, was aber nicht zwingend Teil der Definition ist. Und sie kämpft im Prinzip wirklich für den völligen Frieden und für jedes Pokémon. Die Plotkaiserin kämpft auch für den Frieden, aber ist dabei eher
eigensinniger und steht nicht auf der Seite der Pokémon als Gesamtheit, sondern ist auch bereit, im Prinzip kann man sagen, die Plot-Kriegerin will Frieden und das ohne Opfer zu bringen. Die Plot-Kaiserin will Frieden und ist bereit, Opfer zu bringen. Das ist im Prinzip die Unterscheidung. Theoretisch wäre es auch nicht unmöglich, zum Beispiel, wenn Aurora, die ja noch ein bisschen Plotkraft hat, nach der Geschichte sich einfach entscheidet, okay, ich will jetzt weiter für Frieden kämpfen, aber dafür gehe ich jetzt mal zum Stamm in Aralsa und lösche sie aus oder so. Dann wäre Aurora auch eine Plotkaiserin in dieser Situation. Das Ganze ist kein Begriff, der wirklich extrem festgelegt ist, sondern eher basierend auf den Handlungen der Charaktere, womit dieser Titel auch abgenommen werden kann. Abgelegt werden kann. So ist Epsilon am Ende der Geschichte ja zum Beispiel auch keine Plotkaiserin mehr, auch weil sie keine Plotkraft mehr hat, aber... ja. Dann, wo wir von Epsilon geredet haben, ich habe tatsächlich so ein bisschen versucht, einen roten Faden beizubehalten. Epsilon. Natürlich als Hauptantagonistin, großer Teil des Finale. Und jenes Finale hat auch durchaus seine Änderungen durchgemacht. Diese waren schon relativ früh im Schreibprozess, beziehungsweise ich glaube sogar vor Beginn des Schreibprozesses. Aber das ist vielleicht ein interessanter kleiner Fakt. Ursprünglich, letzten Samstag am Heiligabend, kam die Spezialepisode Ein wahres Finale raus. Also, wenn sie in Time online kommt, wir haben gerade Mittwoch und ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Bearbeiten, aber egal. Also Mittwoch davor haben wir gerade, wenn ich das aufnehme. Und das wahre Finale war das wahre Finale. Ursprünglich war, was in dieser Spezialepisode geschah, das, was in der eigentlichen Geschichte als Kanon vorkommen sollte. Mit der kleinen Abänderung, dass nicht Epolyxus als wirklich Hintergrund des Blutes gefallenen Engels dienen würde und damit gleichermaßen auch Kelts Wahn darstellt, sondern das wäre im Prinzip einfach ein gefallener Engel. Punkt. Einfach übernatürliche Kraft, die Epsilon gewonnen hätte. Einfach weniger Hintergrund hinter dieser neuen Form. Aber sonst war das ursprünglich das Finale der Geschichte. Natürlich danach, der Seelenviruskampf wurde ja gesagt, kommt noch Auroras Reise zum Verstand der Welt. Das Ganze mit der Plot-Elite, was da noch kam, die dann in der anderen Welt gelandet sind, die Entstehung von Zeta, das alles war auch erstmal nicht geplant. Und gleichermaßen hätte das natürlich die Afterstory beeinflusst, aber im Prinzip, es wird am Ende vom wahren Finale gesagt, wie die Dinge ausgesehen hätten. Warum ich das Ganze geändert habe zu einem sehr anderen Epsilon-Battle. Das ist wirklich der eine Punkt. Plotkrieg soll überraschen. Und ich dachte mir, ist es nicht deutlich... Einerseits, die Geschichte ist lang genug. Und ist es nicht deutlich überraschender, wenn Polana Vatra die Plot-Armor nicht gewinnt und Epsilon dann einfach den finalen Kampf sofort anzettelt, ohne irgendwas? Das ist eben genau der Punkt gewesen. Es sollte überraschen. Und dann habe ich stattdessen eben das mit der Plot-Elite noch eingebaut, was ich dann später auch wiederverwenden konnte für die After-Story. Auch wenn es persönlich immer noch wahrscheinlich mein least favorite Arc der Story ist. Und ja, letztlich haben sich die Dinge also so gewandelt und Epsilon hat kein... Das ist vielleicht auch eine Sache, die manche gewundert hatte an der Hauptgeschichte, was eben auch ein bisschen am Faktor der Überraschung liegt. Es gab nie ein Battle gegen die versammelte Plot-Elite oder gegen Epsilon mit der Plot-Elite.
Was natürlich interessant dafür, wie viel die Charaktere aufgebaut wurden. Aber ich habe meine Begründung erklärt. Ich hatte auch überlegt, wie ich das vielleicht trotzdem einbauen kann. Der Plot-Elitenkampf wurde dann ja auch am Ende in der Handlung keiner, sondern Zeta. Weil es hat sich irgendwie für mich ein bisschen natürlicher angefühlt, dass Endynalos an dem Punkt einfach keine Lust mehr auf den ganzen Scheiß hat. Und dadurch dann die Tränke so benutzt. Und so hat sich das Finale verändert. Kommen wir zum vorletzten Punkt meiner Liste. Der letzte ist aber auch mit Abstand der größte. Ich will jetzt nichts sagen, was effektiv jetzt vorweggreift. Die Spezialepisode, die noch nach der Walross-Edition Staffel 2 Teil 1 kommt. Das schlechte Ende. Was ihr wisst, spielt Kapitel 36. Ist das Ende vom schlechten Ende so als Storystrang. Aber was dort passiert, ist eindeutig genug, dass es nicht wie die Geschichte weitergehen sollte. Also, in einem Teil der Planung schon. In einem Teil der Planung sollte die Geschichte auch wieder teilweise Punkt Überraschung. Sollte die Geschichte einfach da enden im Prinzip. Das schlechte Ende war Kanon. Im Prinzip alles ist abgestorben. Punkt. Da endet die Handlung. Das war's. Und ja, man merkt vielleicht, warum ich es gestrichen habe. Natürlich ist so ein bisschen die Integration vom schlechten Ende in der eigentlichen Geschichte sehr verwirrend und nicht wirklich nachvollziehbar. Es wird kaum erklärt. Aber das ist mit Absicht. So hat es einen größeren Mysterienfaktor. So, und jetzt möchte ich über das wahrscheinlich Größte reden, was gecuttet wurde. Ich nenne es den einfach nur The Cut Story Arc. Weil es gab wirklich einen großen Story Arc mit viel drumherum, viel Charakterentwicklung, viel Handlungsveränderung. Wirklich sehr, sehr vieles, was gestrichen wurde und auch recht kurzfristig. Auch im Bereich des schlechten Ende. Wisst ihr, das schlechte Ende war ja teilweise. Monagoras wurde da als Epsilon entlarvt, aber dann hat sich rausgestellt, das war eine Lüge, es ist alles Amagaga. Das alles wäre nicht passiert im Prinzip ursprünglich. Sondern das Oberliga-Turnier hätte direkt nach dem Darkrai-Battle im Prinzip, beziehungsweise ich hab grad ehrlich gesagt vergessen, was so im Bereich nach dem Darkrai-Battle, so Kapitel 26, 27. Ich weiß grad ehrlich gesagt echt nicht mehr, was da war. Ich guck mal, ob ich's nebenbei aufgemacht krieg. Aber da sollte ursprünglich wirklich Elementara, der Arc natürlich, der da kam, nachdem sich Darkrai als Verräter herausgestellt hat, all das. Das sollte schon noch kommen. Aber danach sollte direkt das Oberliga-Turnier kommen. Polanavatra würde gewinnen. Relegationsduell gegen Team Slash. Auch Überraschungsfaktor, weil ich bin mir sicher, viele von euch haben sich am Anfang der Geschichte, als Team Slash als Rivalen vorgestellt wurden, schon gedacht, gut, am Ende der Geschichte steht das Königsliga-Turnier-Finale Polanavatra gegen Team Slash. Nein. Und dort in diesem Relegationsmatch sollte Polanavatra verlieren. Haushoch. Absolut keine Chance. Eine völlige Zerstörung des Teams. Nichts würde klappen. Nichts läuft fürs Team. Sie verlieren haushoch. Und aus dem Ganzen, das ist auch der Punkt. Warum genau war Epsilon so komisch drauf im Relegationsmatch der Hauptgeschichte? Redet davon, dass der Plot nicht will, dass Polanavatra gewinnt und offenbart sich im Prinzip, um diesen Sieg zu verhindern. Nun, das Ganze ist eine Referenz tatsächlich
da eben ursprünglich Polana Vatra dieses Duell bestimmt war zu verlieren. Und diese Niederlage würde mehr mit sich bringen als noch eine Saison und eine Niederlage. Sondern das ist auch ein bisschen kombiniert damit, dass Kel damals hat sich nicht mehr geplant, dass er ein völliges Arschloch ist, aber schon noch deutlich eigensinniger und arroganter als in der heutigen Fassung. Im Prinzip hätte sich das Team an diesem Punkt zerstritten und sogar im Prinzip aufgelöst. Es wäre ein großer Story-Arc außerhalb der Liga geworden, in dem das Team darum kämpft, überhaupt als Team weiter zu bestehen. Nebenbei würde auch Kel weiter, da Monagoras ja nicht irgendwie gestellt wurde oder sowas, nebenbei würde Kel auch weiter darauf beharren, dass Monagoras Teil der Plot-Elite oder gar Epsilon selber ist ja Kels Einstellung anfangs immer gewesen. Und er würde immer weiter darauf beharren oder hätte immer weiter darauf beharrt. Und Aurora hätte davon auch wirklich genug gehabt. Und auch würde Kel wirklich beginnen, offen Monagoras so anzuklagen, auch ihm selber und Amagaga gegenüber, was auch dazu geführt hätte, dass Team Polana Vatra aus der Liga ausgeschlossen werden würde, zumindest für eine Saison. Einfach da Kel sich eben so verhalten hätte. Dadurch wäre der Streit noch größer geworden und das Team wäre im Prinzip daran, sich selber zu zerstören. Und gleichermaßen versuchte Kel gar nicht, diese Lage wirklich besser zu machen, sondern stattdessen machte er Ähnliches, was er letztlich im Abschnitt des schlechten Ende der echten Geschichte machte, als Amagaga die Schlüsselkarte von Monagoras hatte. So würde Kel nämlich die Schlüsselkarte in diesem Story-Arc, hätte er sie von Monagoras direkt gestohlen, um in die geheime Ebene 48 bei Nacht einzubrechen und dort hoffentlich Beweise für seine Behauptung zu finden. Gleichermaßen hatte der Fahrstuhl der Liga, der tatsächlich da ein wichtiges Element war zum Teil, letztlich war es ja so, dass nur die Schlüsselkarte von Monagoras und von Epsilon Ebene 48 erreichen konnte. Ursprünglich gab es eine geheime unterirdische Etage mit einem Tunnel, welche sich direkt mit dem Polarsee verbindet, der damit mehr Relevanz bekommen hätte. Und tatsächlich, in Ebene 48 wäre Epsilons Rüstung gewesen. Was daran lag, dass Monagoras für sehr lange Zeit als Teil der Plot-Elite geplant war. Ein Grund dafür, weshalb er sich sehr verdächtig verhält. Egoistisch, arrogant, neidisch am Anfang der Geschichte. Auch die Szene auf dem Vulkan, wo er mit Epsilon noch redet, auch wenn Polana Vatra Epsilon nicht sehen. Wo Epsilon ihm sagt, glaubst du, dass deine Position dich vor meinem Zorn schützt? Selbst als ich das geschrieben habe, war das eher eine indirekte Anspielung, weil mit Monagoras Position der Anführer der Plot-Elite gemeint war. Ich habe erst ungefähr zu diesem Zeitpunkt auf dem Vulkan langsam begonnen zu entscheiden, dass Monagoras nicht Teil der Plot-Elite sein sollte. Womit auch dieser gesamte Story-Arc, von dem ich jetzt rede, langsam aber sicher geschwunden und durch das schlechte Ende ersetzt wurde. Und ja, wie mache ich hier am besten jetzt weiter? Ich habe wieder ein bisschen den Faden beim vielen Reden verloren. Also es gab die Verbindung zum Polarsee beim Aufzug und Monagoras hätte die Rüstung Epsilons versteckt. Dieser unterirdische Tunnel, der versteckt am Polarsee herauskommt, sodass man ihn auch da nicht direkt findet, wäre die Hauptmethode gewesen, mit der Epsilon eben sich simpel ihre Rüstung holen und die Liga unbemerkt verlassen könnte. Letztlich aber war das Ganze natürlich nicht so. In dieser Handlung allerdings wäre Kel dann in der Liga eingebrochen, hätte die Rüstung gefunden, hätte die Rüstung mitgenommen. Aurora und Mashadow hätten bemerkt, dass er weg ist, in der sowieso schon zerstrittenen Situation.
Sie hatten geahnt, dass er irgendeine Scheiße vorhat, aber vermutet, dass er sich zum Polarsee aufmacht. Also wären sie da hingegangen, während Kell die Rüstung findet und den geheimen Tunnel zum Polarsee selber findet, wo er dann natürlich praktischerweise mit der Rüstung in Mashadow und Aurora reingerannt wäre. Sieht natürlich super aus, aber für ihn das Ganze war ein Beweis. Die Rüstung war aus Ebene 48, er hatte die geheime Etage und natürlich würde er auch sofort hingehen und ihnen den Aufzug und den geheimen Tunnel zeigen, um seinen Punkt nochmal zu bestärken. Praktischerweise war Monagoras ja gar nicht mal am Schlafen. Er hat bemerkt, dass Kell die Rüstung gestohlen hat und natürlich, wer wartet also im Tunnel beim geheimen Eingang des Aufzugs? Monagoras, der, ehrlich gesagt, ich glaube, ich hatte mir gar nicht ausgedacht, wie von der Handlung her es genau nochmal hinkommt, dass Monagoras überhaupt in diesen Tunnel reisen kann, während Kell seine Schlüsselkarte hat. Egal, anderes Thema, das musste ich mir nicht ausdenken, weil es nie in die Endfassung gekommen ist. Und dort wäre es dann zu einem zum dritten Plot-Eliten-Battle gekommen. Gegen Monagoras. Der sich auch, ich weiß nicht mehr was genau, er hatte auch irgendein Gimmick im Kampf. Durch das er verdammt stark wäre als Mitglied der Plot-Elite. Wobei der Kampf sich letztlich dann dadurch gelöst hätte, dass die geheime Ebene des Aufzuges war entsperrt, da Monagoras und Kell beide dorthin gefahren waren und beide nicht daran gedacht hatten, sie zu sperren wieder. Und Amagaga war aufgefallen, dass irgendwas los ist. Und dann war diese komische geheime Ebene auf einmal beim Aufzug erreichbar. Der Aufzug kommt an, Amagaga mit ihm. Und er darf sich angucken, wie Polana Watra, die sowieso schon disqualifiziert sind vom Duell, von der Liga, sich mit Monagoras messen in einem Kampf. Da kommen natürlich Fragen auf. Allerdings, genau, das war der Punkt. Einer der Gründe, warum Monagoras stark wäre in diesem Kampf, war, dass, wie es auch im Amagaga-Battle letztlich war, er nicht alleine gekämpft hätte, sondern zusammen mit, ich weiß gar nicht mehr, ob es Endynalos oder Darkrai war, auch egal fürs Konzept. Die standen zu dem Punkt schon beide als Mitglieder der Plot-Elite fest. Die waren relativ früh drin, nachdem Zeraora ursprünglich Mitglied der Plot-Elite war, das verworfen wurde. Ansonsten gab es, glaube ich, fast niemanden. Die Plot-Elite war fast unberührt. Und ja, damit hätte Amagaga dann feststellen müssen, ja, Team Polana Watra kämpft gegen Monagoras. Sieht eigentlich erstmal nicht gut aus für Polana Watra. Es ist Monagoras zusammen mit einem Mitglied der Plot-Elite um Epsilons Rüstung kämpft, sieht allerdings auch nicht gerade gut aus. Und letztlich, natürlich Polana Watra, die dann von Amagaga unterstützt worden wären, hätten den Kampf gewonnen und die Rüstung die Rüstung könnten sie dann behalten, wobei die auch in der Fassung sehr schnell wieder gestohlen werden würde. Und ja, letztlich war Monagoras also doch offenbart. Polana Watra wurde von der Liga wieder entbannt und in der nächsten Saison würden sie in die Königsliga aufsteigen, wo sie nicht nochmal auf Team Slash im Relegationsmatch treffen würden, sondern diese auch im Königsliga-Turnier doch treffen, aber nicht im Finale davon. Also, das war auch mal irgendwann eine Idee, was aber ewig her ist. An diesem Zeitpunkt war es schon so, dass Epsilon revealed werden würde, bevor das Ganze so war. Und Zeraora hätte in dieser Version nicht weitergekämpft. Er war ursprünglich nicht geplant, sich Team Polana Watra anzuschließen, auch wenn sich das schnell geändert hat. Und so wäre natürlich auch letztlich Amagaga Team Polana Watra als Kämpfer beigetreten.
Genauso wie in der kurzen Zeit, als Seraora als Epsilon geplant war, Zoroark ein Mitglied von Team Slash geworden... In Team Slash war Zoroark ein Mitglied von Team Polana Vatra geworden wäre. Und Amagaga wäre so eben ein Kämpfer gewesen bei Team Polana Vatra, hätte die Liga nebenbei aber alleine weitergeleitet, so schwer es ihm auch gefallen wäre. Und das ist der Story-Arc, der letztlich komplett gestrichen wurde. Letztlich auch hier war es die Grundbegründung, dieselbe, die ihr oft hört. Monagoras war mir irgendwie zu offensichtlich. Und ja, damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich habe schon wieder 50 Minuten durchgelabert. Ich mag's einfach über Hörspiele und die Geschichten dahinter auch zu reden. Wenn ihr das Ganze auch mochtet, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Und das nächste Video, was erscheinen wird, wird die Spezialepisode Die falsche Entscheidung sein. Freut euch, Epolyxus genauer kennenzulernen.